So, nach dem Cut sind wir wieder da. Ja. Wir haben schon ein bisschen gefachsimpelt. Der großartige ML-Standard ist Fan dieses Games, ja. Will jeden Preis dafür bezahlen, für dieses Meisterwerk. Ja. Hurra! So, und du hast lange gewartet First choice. für Ich bin ja mal das. gespannt, was jetzt kommt, ja? Also, es wird dich aus allen Socken hauen. Aber du, um mal gleich schon vorweg das Resümee zu nehmen, bist du denn der Meinung, dass dieses Spiel seinen Legendenstatus erfüllt? Es ist eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Es ist super. Die Grafik, die Steuerung, der Sound, die Sprachausgabe. Und ihr müsst ganz ehrlich sein, also wir haben jetzt, das sind dann knapp 90 Minuten. Ihr habt wirklich einen 100% Run gesehen. Mit allen Endings. Mit allen Achievements. Ja. Da muss man immer machen. So, Mit der bist besten bereit. Punktzahl aller Zeiten. Ja, gut, also Highscore Challenge kann jemand machen, aber ich glaube, ich finde da draußen keinen. Bereit für Gimme Something Completely Different. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, keine Anspielung auf Monty Python übrigens, also erwartet nichts Lustiges. Du bist bereit? Ja. Total anders. John, I'm sorry, but there's something I have to tell you. Oh God, here it comes. She has some dark secret. She's got a boyfriend. I knew it. Someone this gorgeous has to have a boyfriend. Oh my God. What if she has a disease? Yes, what is it? Vielleicht hat sie einen Freund oder eine Krankheit. Holy mother of God. Will sie ihn nicht, oder was? Unbelievable. A woman of her looks and she's still chaste, unspoiled, and she wants me? I'll be the first? I don't believe it. I'm gonna marry a virgin in the Nee, sie ist noch Jungfrau. God, it's difficult, but somebody's gotta do it. Hat sie gesagt. Okay, ja. So you have a disability. You're not Ja, alone, you bestimmt. Know. There's lots of people with hidden disabilities. It's not a problem for me. But it is a problem. I know. You think sex is dirty and disgusting. So you're saving it for someone who you really love, right? You don't understand. I want to stay a virgin. Whoa, whoa, wait a minute. Yeah, sie will Jungfrau bleiben. Virgin's one thing, but being married to a virgin is another. Whoever heard of a virgin wife? I don't understand. I'm going to become a nun. Oh yeah, right. Sie wird eine Nonne. That's a good one. Now come on, stop. Natürlich. Deswegen die Anspielung im Intro. And I love you, John, in ways that you'll never know. Da, die Wege des Herrn sind unergründlich. Nummer für heute. I dated men. In fact, they called me a PT in high school. I never did figure out what that meant. But I've never, ever given any of them quality time. Come with me to church this Sunday and I'll show you some real quality time. But wait. You see, I have this problem. It's congenital. Had it from the day I was born. Oh, you poor thing. What is it? Can I help? Well, you see, I get these urges deep down inside. Sometimes they're uncontrollable. Unless it's taken care of, like right away. And you're having those urges right now? Oh, it's bad. I mean, really bad. Maybe you could just help me out this one time. Er hat ein unstillbares Verlangen übrigens. And one time, the urge became Nach Nonnen. Uncontrollable. Yes, and I came very, very close. And what happened? It was awful. I bet it was. What happened? Please, details. It took all my strength. The devil was in my soul that night, but I fought him off and thank God. Save my virginity. Oh, yeah. Thank God. And thank you for saving it for me. My life would have been ruined if I'd lost it. Oh, yeah. Ruined. Saving virgins is my specialty. I'll pray for your soul. Right. He could use that. Can I at least buy you dinner? Oh, I'd love to, but I've already got plans. At my mother's. What a nice son. Yeah. Oh, okay. Nice tie. Your mother give it to you? Also sie bedankt sich nochmal, dass er ihr geholfen hat, auch Jungfrau zu bleiben. Ah, John ist ein wahrer Held.
and you matched him with a nun wannabe? And now he's headed for dinner with his mother, who's arranged a shotgun wedding. Fine ending you created. You actually believe that the other ending's better than this one? Nein, finde ich nicht. Ich finde das besser. Aber dafür gab es sogar Punkte für das Ende. Ja, ist doch sinnvoll. Ja, natürlich. Finde ich auch vernünftig. Ja, weil es ja auch eine Nonne. Eben. Ja. Halleluja. 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 Ha. Ja, jetzt bist du total begeistert, ne? Das war ein schönes Ende, ja. Ein christliches Ende. Für Amerika auch passend. Wunderbar. So muss ein Spiel sein. Ja, und jetzt stellt euch jetzt ja einfach mal das die Geschichte vor mit, ne, hier mit Boss und Dressen. Klar. Und mit der Verhandlung von 5 Millionen die Nacht. Aber nein, ich werde Nonne. Das ist ein wunderbarer Twist. Da kommt nicht jeder drauf. Nee, dafür muss man eine Menge trinken, glaube ich. Verdammt viel, verdammt viel. Nee, es ist großartig, großartig. Ja, das war Plumbers Don't Bad Heist. Klempner tragen keine Krawatten. Ja. Großartiger Super. Titel. Es hat Kultstatus erlangt, das Spiel, aber auch nur, weil es wirklich grottenschlecht ist. Ja, also es ist auf der 3DO-Plattform, also auf einer CD-Plattform, wo nur ein einziges Video hier eingebaut wurde, alles andere waren Stills, schlechte Soundeffekte, alles verzogen, alles verzerrt, nichts auf den Punkt. Es würde heute so keiner mehr ein YouTube-Video machen, wie die ein Game gemacht haben. Und das von 94. Also, ihr könnt ja mal als Hausaufgabe raussuchen, was es 94 alles gab für Games, aber ich gehe davon aus, Plumbers Don't Bad Heist war nicht unbedingt unter den Top 5. Vermutlich nicht. Tja, was soll man dazu sagen? So, du bist immer noch Fan von allen Socken, ne? Ich überlege gerade, ob es möglich ist, dieses Meisterwerk zu verfilmen. Uwe Boll, ja. Ja gut, der verfilmt natürlich alles, das ist klar. Hier, John ist dann Till Schweiger. Ja. Der Boss ist Udo Kier. Ja, natürlich. Und die Frau ist Ralf Möller. Mit Perücke. Mit Perücke. Im Nonnenkostüm nachher. Hey, ich bleibe Nonne. Ja, Knaller. Also ich glaube, ich würde reingehen. Ich würde es mir gucken, ich würde es auch auf DVD kaufen. Grüße, hallo Uwe. Weißt du, was zu tun? Naja, es ist halt, es ist nicht schön, nein. Für alle, die immer sagen, hier, IT ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, es gibt viel Schlimmeres und das gehört zum Beispiel dazu. Das ist ja auch kein Spiel. Du klickst ja nur, das ist ja nichts. Wenn das wirklich damals über den Vollpreis über den Ladentheke ging, Hut ab. Ja, wobei das ja wirklich mit Package und so existiert. Also wenn man so immer so hört, so Cheaterman 2 ist ja auch so unterste Kante. Aber Cheaterman 2 sollte ja eigentlich nie verkauft werden. Ist ja eigentlich durch einen Unfall, in Anführungszeichen, in den Laden gekommen. Aber das Ding haben die ja hier wirklich verkauft. Ich weiß nicht, was sie dafür haben wollten. Und ich sag mal jetzt außer James Rolfe, glaube ich, hätten wir von dem Titel auch nie erfahren. Aber boah, es ist schon hart. Ihr müsst übrigens darauf achten, das ist ja ein 18er Titel. Das heißt, ihr findet den auch nicht auf irgendwelchen diversen Seiten manchmal, weil du weißt, der Amerikaner hat ja Probleme mit 18 plus. Also was ihr schon gesehen habt, ist die Adult-Version. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass man diese ganzen, ne, Zensierdinger rausmacht, aber glaubt mir, dann habt ihr halt einen blanken Arsch gesehen. Also das ist es nicht wert. Zeigen. Ja, wenn schon 100%, dann... Nein. Nein. Also, seitdem es klicken 125 Arschfetischisten den Daumen nach oben, dann können wir mal nachdenken. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Von mir kriegst du einen Daumen hoch. Ich glaube, viele, die dieses Video vorhin das Anfangsvideo gesehen haben, machen immer einen Daumen hoch. Huh? Ich weiß schon, wie dein Thumbnail aussieht. Oh ja. Ja, das ist Plumber Non Vertais. An meiner Seite der großartige MS Standard, der diesen Scheiß überhaupt durchgehalten hat. Deswegen abonniert ihn, macht ihn reich, schenkt ihm Plumbers Down Vertais, die... Ich wollte gerade sagen, das will ich nicht haben. Aber in Action 52 sagst du nicht nein. Das nehme ich. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind jetzt raus. Und wenn ihr Spaß hattet, dann abonnieren, kommentieren, bewerten und... Sonst guckt euch einfach nur das Startvideo an. Das ist das Beste vom Game. Alles klar, das war's. Ciao. Tschüss.